Untergang überhaupt stattgefunden hat. Das ist so ziemlich die einzige Zeit, in der ich lachen kann. Aber dann sehe ich diese verdammten UV-Lampen. Ich habe, was du suchst. Du bist mein Lieblingskunde. Die Gerüchte besagen, dass die Wasservorräte fast aufgebraucht sind. Das wird ein schlechtes Jahr. Brandneue Lieferung. Hakon. Du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienziturm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen. Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte, aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Da sind weniger Infizierte in den Tunneln. Hakon, da ist eine Kreatur, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie sieht sie aus? Groß ist sie nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Geh zu den Tunneln.
Ich bin im Tunnel. Okay, und halte die Augen nach Infizierten offen. Da könnten ein paar sein oder ein paar Dutzend. Ich bin schon in der DK-Basis. Ich werfe eine UV-Fackel durch den Lüftungsschacht und du schaust, wie wir zur Hauptstation kommen. Thank you.
Hakon, ich bin bei der Fackel. Sieh dich um. Der Technikertunnel zur Hauptstation sollte gut beleuchtet sein. Ich habe die Wachen schon nach oben gelockt. Ich bequatsche sie, während du reingehst. Nicht gut aus! Hakon! Zwei Päckchen. Ich bin drin. Fünf Päckchen. Denk drüber nach und ich bin gleich zurück. Ich bin auf der Plattform. Mach die Schleuse auf. Bin gleich da. Du hier drin. Wo kam der denn her? Er spazierte durch die Tunnel. Elender Basarabschaum. Ist wohl eher ein abtrünniger Spion. Wie ein Abtrünniger sieht er aber nicht aus.
Was willst du in unserer Basis? Ich versuche nur zum Stadtzentrum zu kommen. Ins Zentrum? Der Tunnel ist zu, bis ihr Lukas Mörder rausrückt. Bazar-Drecksäcke. Keiner von euch weiß was oder hat was gesehen. Und an die Blockade kannst du dich auch nicht erinnern? Vielleicht sollten wir dir zur Strafe die Hände abhacken. Vielleicht erinnerst du dich dann, hm? Wo warst du vor 4 Tagen? Ich bin ein Pilger. Vor 4 Tagen war ich 100 Kilometer weit weg. Genug, Anderson. Wir brauchen die Wahrheit. Und mit Gewalt wird das nichts. Aber Commander Lukas sagte doch immer... Und jetzt habe ich hier das Sagen. Sie haben die Berichte gelesen. Ein Pilger ist vor kurzem im Bazar aufgetaucht. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Gehen Sie, Sergeant. Ich will allein mit ihm reden. Wo kommen Sie her? Crossdale River. Das ist über 1500 Kilometer von hier entfernt. Eigentlich sind es über 2000. Die Autobahnbrücken sind eingestürzt. Es gibt keine geraden Strecken mehr. Sie sind ganz schön weit gekommen. Beeindruckend. Wie ist es denn da draußen? Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der Stadt? Vor knapp 15 Jahren. Dann gibt es dort sehr viel weniger Überlebende und sehr viel mehr Infizierte. Wer weiß. Die meisten halten es hier in diesem Höllenloch aus, weil alles da draußen noch so viel schlimmer ist. Meine Frau und ich lebten in England. Ich hatte 2 Schwestern, 2 Brüder. Von denen habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Wo lebten Sie? In London und im Umland. London gibt's nicht mehr, soweit ich weiß. Auf den ganzen Inseln gibt es wohl nur noch 4 Siedlungen. Scheiße. Wie es außerhalb der Mauern ist? Man weiß nie, wo Gefahr lauert. Immer wieder neue Territorien, neue Gefahren. Sind Sie hergekommen, um Schutz zu finden? Ich kam her, weil ich jemanden suche. Und weil es heißt, dass es in Villedorf viele Überlebende gibt. Sie suchen also jemanden? Eventuell kann ich Ihnen helfen. Aber umsonst geht das nicht. Geschäfte machen ist mein Ding. Was brauchen Sie? Gleich zum Geschäft. Gefällt mir. Der Tunnel bleibt zu, bis ich den Mörder unseres Commanders finde. Commander Lucas. Seine Leiche wurde im Bazar gefunden. Grässlich entstellt. Die Leute im Bazar machen uns das Leben schwer. Sie sind stolz und loyal. Verraten würden die niemanden. Aber die Führung verliert langsam die Geduld. Meine Befehle kommen von ganz oben, Pilger. Wenn die Bewohner von Old Villedor weiterhin aufmucken, kommt die Armee hierher. Und dann brennen sie den Bazar nieder. Das würde ich gern vermeiden. Was wollen Sie von mir? Lucas hatte eine Waffe. Einen seltenen Schlagring namens Lazarus. Er ist der Schlüssel, um den Mörder zu finden. Wenn Sie etwas über den Lazarus erfahren, sagen Sie es mir. Dann zeige ich mich erkenntlich. Er ist sehr wertvoll, aber bei seiner Leiche war er nicht. Jemand vom Bazar hat ihn wohl an sich genommen. Also wenn ich diese Waffe finde, darf ich dann ins Zentrum? So einfach ist das nicht. Villedor hat stark gelitten. Zuerst war es wegen der Infektion von der Außenwelt abgeschnitten. Und dann erwiesen sich die Mauern als die Rettung. Doch die Leute hier lernten, niemanden so schnell zu trauen. Ich gebe den Weg erst frei, wenn ich den Mörder habe. Aber wenn Sie den Lazarus finden, werde ich mich daran erinnern. Wenn die Schuld gesühnt ist, sind Sie der Erste, der durch darf. Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich werde es versuchen. Sehen Sie sich um. Fragen Sie die Leute. Und kommen Sie nicht mit leeren Händen zurück. Viel Glück.